Gesang ist für mich sehr wichtig beim Gottesdienst. Ich erlebe als etwas Unausweichliches, dass meine Mitbrüder, ich selber auch älter werden. Man hört das an der Stimme dann auch. Es werden weniger. Und es ist nicht so einfach, junge Mönche zu gewinnen. Und dann habe ich ein paar Mal solche Chöre erlebt, auch hier, Chöre, die hier zu Gast waren, und dachte mir, so etwas wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das auch hätten. Jetzt hoch, wir berühren die Fingerspitzen weit über den Kopf. Lassen die Arme sinken, atmen aus. Ich habe 2004 einen Knabenchor hier gegründet. Da gab es hier noch viele Kinder. Inzwischen spürt man, dass es auf dem Land deutlich weniger Kinder gibt. Und das bekomme ich auch zu spüren. Aber der Knabenchor existiert also jetzt nach über 8 Jahren immer noch. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben. Die Proben, die Organisation, die Gottesdienste, die der Chor sind. Und der Sopran. Ich bin da so, wie ich sonst auch bin. Das heißt, ich möchte schon gern, dass es konzentriert vorangeht. Aber ich kann mich nicht verstellen. Vor Kindern geht das nicht. Durch die regelmäßigen Gottesdienste, mehrfach am Tag, jeden Tag, kann ich Gott nicht aus den Augen verlieren, also nicht aus dem Bewusstsein irgendwie streichen. Ich darf in die Gottesdienste gehen, aber ich muss auch. Das heißt, ich muss auch Arbeit dann beenden, wenn es Zeit ist zum Gottesdienst. Und ich darf es auch. Höre auf meine Stimme in deiner Huld. Belebe mich, Herr, durch deine Entscheide. Wir leben in einem religiösen Rahmen, in einer Sphäre, die bewusst liturgisch geprägt ist durch gemeinsame Gebetszeiten, die fast ganz von der Bibel erfüllt sind, Psalmen, Schriftlesungen. Und das ist vielleicht wächst da in einem eine Frömmigkeit, die nicht so sehr gefühlsbetont ist oder auf starke momentane Affekte aus ist, sondern ja, manchmal etwas Herbes auch an sich hat. Halleluja. Ich denke, in Neresheim ist spezifisch, dass der Tagesablauf und die zugewiesenen Arbeiten so angelegt sind, dass man im Normalfall am Stundengebet auch wirklich teilnehmen kann. Und wir leben hier relativ ruhig in einer sehr gesunden Landschaft. Also man kann hier klösterlich leben, wenn man das möchte. Im Kloster muss man schon auch arbeiten.
damit das Kloster als solches funktioniert. Aber wir kennen keinen Vergleich dessen, was der Einzelne geldmäßig dem Kloster einbringt. O Gott, du lenkst mit starker Hand den wechselvollen Lauf der Welt. Machst, dass den Morgen mildes Licht den Mittag voller Glanz erhellt. Wenn ich heute zurückblicke, bin ich dankbar, dass ich das damals so für mich erkannt habe und dass es geklappt hat, so lange im Kloster zu leben. Mit diesem, ich kann es immer nur noch mal wieder wiederholen, mit diesem täglichen gemeinsamen Gottesdienst, der ist, das muss ja auch alles organisiert werden. Das heißt, das Kloster muss funktionieren, damit wir so leben können. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vater unser. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ich mir wünsche für die Zukunft, das ist, dass wir und auch ich persönlich so weiterleben können, dass unser Ordensleben nicht eine große, spektakuläre Angelegenheit ist, sondern etwas, was wir selber ernst nehmen und was uns einen sinnvollen Lebensraum gewährleistet, indem wir unsere Verbundenheit mit Gott und unseren Einsatz für Menschen realisieren können.